Bumbi-de-Boom-Doom. Zurück zu Doom 3. Weiter geht es. Wir sollen ja, glaube ich, ein wenig kommunizieren. Ne? Wir sind jetzt an der Kommunikationszentrale, Steuerung, Schrägstrich Sektor, dem Kommunikationssektor. Ne? Ah, dieses Intro. Ich mag echt Bock drauf. Fratzen zu zersieben. Lop, lop, lop. Boom. Na, da hat es ein bisschen gehakelt. Aber ansonsten läuft alles wunderbar. Jo, dann weiter. Ja. Die Kapakne. Fortsetzen. Kommunikation, zentraler Kommunikationsraum oder Zentrum? Irgendwie sowas, ne? Da haben wir wieder, ja, unsere geile Seifenblasenkanone. Piep, piep, boop. Ja. Aufzug. Ah, er kommt. Er kommt! Langsam, aber stetig. Wollen wir mal hoffen, dass das Stahlseil nicht reißt. Wartung, Garage. Ach, da sind wir jetzt. Sicherheitszugang erforderlich. Okay, ja, dann. Halt zum Hauptziel. Geht ja gleich ab hier. Ha? Ist unser kleiner Voyeur aufgeflogen. Luke offen. Sicherheit geht vor. Auch da. Okay. Aua! Sag mal! Friss Seifenblasen, du Arsch! Mit Ohren. Angefressenen Ohren. Er hat uns nicht gesehen. Er hat sich nur in Position schon mal gebracht. Und er glaubt, wir wissen nicht, wo er ist. Okay, vielleicht wusste er es doch, aber... Leistungsschwankungen in Hauptroute 48 A6. Umleitungsversuch wird gestartet. Er wollte nur für ein wenig Verwirrung sorgen. Na, Lippen zu trocken. Ich kann nicht pfeifen. Was haben wir hier denn Schönes? Kontrollterminal 1, Türsteuerung, aha, gesichert, Kommunikation und der Bahnzugang. Primäre Kommunikationsbetriebe. Versuch, Sekundärtower zu konfigurieren. Fehlgeschlagen. Das ist die Tür wahrscheinlich, die wir jetzt eben gerade aufgemacht haben, ne? Da ist noch rot. Rot bedeutet meistens, dass der Zugang versperrt ist. Ja. Ja.
Kommunikationssystem überlastet. Kommunikationssystem deaktiviert. Der hat ein Schild oder was? Jo, der hat ein Schild. Neuer Gegnertyp, Soldatengegnertyp. Munition zu verschwenden ist wie Lebensmittel zu verschwenden. Ein No-Go. Fehler, westliche was? Halbkugel. Lilith. Nein, laut dem Delta-System von Peter ist keine Kommunikation von der Basis nach draußen möglich. Es war wohl Swan Radio. Du musst die Botschaft irgendwie anders absetzen. Schlag dich zum Satellitenraum durch und stell manuell eine Verbindung her. Auf Basis Grundriss führt der schnellste Weg durch den Maschinenraum. Du musst es schaffen, Radio. Setz die Nachricht ab. Ja, machen wir ja. Wir geben unser Bestes. Genau. Neues PDA-Dokument haben wir ja auch. Von Seamus Blake. Seamus Blake. Ja, ich kann auch mal ernsthaft. Modulaustausch. Audiolog von Techniker Seamus Blakely vom 16. Oktober 2145. Es dauert, bis sich unsere Wartungstechniker an die neuen Vorschriften für den Remote-Austausch von Modulen gewöhnen. Langfristig ist die Methode jedoch sicherer, schneller und einfacher. Wenn ein Techniker angefordert wird, sucht er das betreffende Modul und setzt über das Remote-Terminal im Hauptkommunikationsblock einen Austauschbefehl ab, der einen Austauschvorgang einleitet und das Reparaturteam in einem Bericht über das eintreffende Modul informiert. Kleinere Reparaturen können vor Ort mit dem normalen Werkzeug vorgenommen werden. Hoffentlich wird das neue System kaum benötigt, sobald die Quelle der aktuellen Leistungsschwankungen bekannt ist. Die meisten anderen Probleme können durch automatisierte Wiederherstellungssysteme behoben werden. Okidoki. Haben wir das auch nun in Erfahrung bringen können? So, Crater Music. Ihre Rechnung. Die Rechnungnummer 931-8691-220. Bestellnummer M8 und so weiter. Rechnungsdatum, Summe der Bestellung, Rechnungsempfänger. Crater Classic Music. Dankt Ihnen für Ihre Bestellung. Kunden, die den gleichen Artikel wie Sie gekauft haben. Kampagne oder Champagne? Champagne to Miko von The Z6. Interessierten sich auch für The Adam I Tanf, Hellish Dragons, Klassiker des 20. Jahrhunderts, diverse Interpreten. Bitte verwahren Sie diesen Beleg für Ihre Unterlagen. Das Team von Crater Music bedankt sich bei Ihnen. Und Karl Ropa. Frage? Hey Seamus, was zur Hölle soll das mit den Wachrobotern im Technikbereich? Ich dachte, hier könnte man besser arbeiten als in der Verwaltung. Warum lassen sie dich in die Nähe des Hauptkommunikationsraums, während ich hier unten festsitze? Bis dann, Karl. Nachricht konnte nicht übertragen werden. Das ist blöd. Ja, da rein. Oder raus. Da geht nicht, da sind wir her, ja.
Bis gleich. Und da ist doch jemand in den Chat gehuscht. Wenn das nicht mal ein Nekrobop ist. Guten Tag, Herr Septikum. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Nekrobop. Wie geht's? Wie steht's? Oh, warte mal, hier sind wir doch jetzt auch weg. Falsch. Da ist er doch. Der war so überrascht von unserer Seifenblasenkanone, ey, da ist er vor Schreck nach hinten geflogen, nach hinten gesprungen. Und dann übers Geländer hat sich die Wirbelsäule gebrochen und dann runter und naja, den Rest haben wir ja gesehen. Was macht das? Piu Piu! Das Piu Piu macht, nachdem es den jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ey, man wird hier überrascht, weil du kannst nicht vernünftig mal irgendwie kurz schwatzen. Schwobeln. Nee, genau, das Piu Piu macht, wenn es aufschlägt, schrecklich aufgeschlagen ist. Ja, das ist gut. Für. Nee, den Bierbazan brauchen wir auch nicht. Nochmal? Nee. Hat sich ausgeteleportet. Da.
Hey! Wofür haben wir denn den schönen Biberzahn? Ja. Mist. Einmal hat er getroffen. Ich hab jetzt doch nicht so einen Schrecken ein, ey. Du konntest dich doch nicht mit einem Sprung hier. Nein! Junge, konzentrier dich doch. Ich wollte rennen und dann springen. Nein, ich bin auf Hocke aufs Sinn gekommen, beziehungsweise auf zwei oder drei Knöpfe gleichzeitig. Mist! Ich bin drüber gelaufen, ne? Und nein, er hat's nicht eingesammelt. Was soll das teilweise? Da war doch Energie. Was bringt das Meckern? Gar nichts. Hier, da, so, muss ich... Das war der erste, da ist der zweite. Da ist der dritte.
kam da noch so ein lichtballwerfendes Drecksviech oder nicht? Ach ja, ich glaube, das. Doch, das bringt was. Ich hatte ganz vergessen, wie wenig Gegner-Varianz es damals gab. Ja, ne? Die Entwickler waren sogar zu faul, denen irgendwie mal eine andere Hose oder ein Käppi oder so aufzusetzen. Kannst mal sehen. Aber ein Gegnertyp kommt auf jeden Fall noch. Und einen habe ich eben gerade am Anfang, kam wieder einer vor. Beziehungsweise es war halt ein Soldat mit einem Schild diesmal. Das hatte ich glaube ich vorher auch noch nicht. Ja, er tut es endlich mal. Da hat er sich einen Orden für verdient. Werde ich es hier in diesem Run diesmal schaffen, dies übermäßig zu benutzen? Die Speicherfunktion? So, rennen und springen. Wie wär's einfach nur klettern? Geht nicht? Nö. Das war überhaupt nicht lustig. Ich weiß gar nicht, warum der immer so lacht. So im Kichern ist. Stand einfach nur so da und sah aus. Er hat nonverbal mitgeteilt, dass er erschossen werden möchte. Da ist er! Die sind auch neu. Der Soldat mit Schild. Piep, piep, piep. Wen haben wir jetzt? Wir haben Ben Wolfe. Wolfie. Unautorisierte Bandbreitennutzung wahrscheinlich, ne? Audiolog von Officer Ben Wolfe vom 7. Oktober 2145. Das E ist stumm, schon klar. In den externen Redundanzprotokollen wurden unautorisierte Übertragungen gefunden. Diese Protokolle werden sonst nicht ausgewertet. Eine ungeplante Prüfung hat jetzt jedoch erhebliche Aktivität aufgedeckt. Diese Angelegenheit wird weiter geprüft. Besonders interessant sind die Übertragungsblöcke D4560 und DE3288, die nicht mit Basissystemen verknüpft sind. Weitere Informationen folgen. Okidoki, Ben. Mr. Buddy, ne, MarsBuddy.com jetzt machen und 20% sparen. Lieber Radarfreund, wir bieten Ihnen exklusiv die einmalige Chance zur Teilnahme am spannendsten Themenkomplex im Sonnensystem, der Radartechnologie. Nutzen Sie die Chance, 20% unseres Normalpreises zu sparen. Wenn Ihnen das Angebot zusagt, melden Sie sich bitte so schnell wie möglich. Mars Buddy für Sparfüchse. Sicherheitsaufsicht, bitte um Zugang zu Sicherheit, irgendwas.
Ihre Bitte nach einem Zugang zu sicheren Kommunikationsbereichen wird stattgegeben. Offiziere erhalten jetzt Zugang zu den Sicherheitsbereichen der Ebene 2. Der Code für den Kommunikationsschrank lautet 246. Ursprüngliche Nachricht. Hiermit bitte ich offiziell um Zugang zu sicheren Bereichen in der Kommunikationsanlage an. Als Offizier halte ich das für erforderlich. Hochachtungsvoll, Ben Wolf. 246, 246. 246. 246. Wir sind verhext. Vier, sechs. Scheiße, ist er wie verhext. Green, ich glaube, die Quelle der Invasion ist das Hauptportal hier in Delta. Wenn du die Nachricht abgesetzt hast, komm so schnell wie möglich hier. 246? Ja. Yes. Wunderbar, mein kleiner Freund. Die können die Bereiche öffnen. Okay. Mann, komm, desto beschissener wird's. Da drauf. Warum geht das jetzt nicht? Ich bin doch eben auch drauf gesprungen. Dann eben so. Wieder. Mr. Wolf. Audiolog.
Stelle der Invasion ist das Hauptportal hier in Delta. Wenn du die Nachricht abgesetzt hast, komm so schnell wie möglich hier. Regelmäßig sauber gemacht wird. Das sieht schon sehr alt und verranzt aus. Ne? So ein neuer Anstrich könnte mal wieder für ein bisschen mehr, wie sagt man, irgendwas mit Freude. Pipu pipa pipu pupu. Was ich auf jeden Fall mir auch schon denken kann und mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird es auch genauso kommen. Zum Ende des Spiels hin geht man auf jeden Fall noch durch ein Portal und kommt in die Hölle. Und muss da auch noch ein bisschen rumshooten. Oh, schon fertig. Wo wollen wir denn hin? Wartung geht nicht. Da sind wir jetzt in der Technik. Wir sind zum Satellitensteuer. Der Computer sind Swan und Canto immer noch in der Gegend. Also Vorsicht. Ich hab's die Ben Wolf und Rob Finch. Keine Audiologs, aber E-Mails, ne? Brent Davis, Quizabend. Finchy, denkst du noch an das Trivia-Quiz am Mittwochabend? Tu dir einen Gefallen und frisch deine Shakespeare-Kenntnisse ein bisschen auf, Kumpel. Wenn wir schon wieder gegen die Trottel von der Verwaltung verlieren, wird uns das ewig nachhängen. Brent, Steven Finch, Heimreise. Hey Bruderherz, Mom sagt, du kommst in einer Woche oder so nach Hause. Ich wette, du kannst es kaum erwarten, oder? Ich war ziemlich beschäftigt hier unten. Die kleine Annie ist jetzt fast 9, ist das zu fassen? Diane und ich wollen vielleicht bald noch ein Kind. Dann brauchen wir einen doppelt so großen Orbiter?
Auch bitter. Keine Ahnung. Aber ich will dich nicht weiter aufhalten. Wir sehen uns ja bald. Flapper. Naja, was soll's. Auf! Nee. Da sind wir raus. Naja, ja doch. Satellitensteuer. Manuelle Verbindung eingerichtet. Das ist schön. Orbital. Ach, Orbit. Ja, ja, jetzt verstehe ich's. Kommunikationsterminal, Wartungszugangsstation. Verschlüsselte Daten von Karten geladen. Entschlüsselungssequenz aktivieren. Übertragungsdaten verschlüsselt. Entschlüsseln und kombinieren für. Hören Sie mich. Weg von der Konsole. Rufen Sie keine Verstärkung. Solange wir nicht wissen, was zur Hölle hier los ist, bleibt das Gebiet unter der Kontrolle der UAC. Stoppen Sie sofort die Übertragung. Satellitenverbindung hergestellt. Nachricht übertragen. Notruf an Orbitalflotte. Übertragen. Sie wissen nicht, was Sie getan haben. Keiner weiß, was geschieht, wenn die Kreaturen das Schiff in die Hände bekommen. Sie haben vielleicht die ganze Erde in Gefahr gebracht. Ich gehe nach Delta, um es aufzuhalten. Übertragung erfolgreich. Sehr gut, Marine. Ich habe die Meldung empfangen, dass die Flotte schon unterwegs ist. Ich warte hier in Delta auf mich. Komm möglichst schnell her. Ey, der ist so schlecht zu verstehen. Also war das jetzt gerade, gibt es ja irgendwie zwei verschiedene Enden oder so, entscheidungsträchtige, konsequenzenträchtige Entscheidungen zu treffen und sowas? Weil ich dachte, das war nur eine Aufnahme, was hier gerade gelaufen ist. Naja, ich habe mal wieder zu spät geschaltet. Vermittlung im Leerlauf, Kommunikation, Nachricht gesendet, naja, geh jetzt zur Lobby zurück. Naja, was ich mir denken kann, wenn man jetzt eine Entscheidung treffen muss, unbedingt, müssen wir jetzt eigentlich hin, Wartung oder Technik? Wartung, einfach mal hin. Dass das Spiel einfach nur leichter oder schwerer wird zum Ende hin, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, oder auch nicht. Doom 4 gibt's gar nicht, ne? Das hat nach Doom 3 wahrscheinlich mit dem Reboot wieder angefangen, ne? Mit dem normalen Doom ohne Zahl. Und dann kam Doom Eternal schon, oder? Ist richtig, was du sagst. Na denn?
So, rufen. Ist das denn die gleiche Geschichte? Also vom Original ersten Teil in dem Reboot? Oder hat sich da irgendwie was großartig verändert? Von der Story her. Da sind wir jetzt. Garage, Kommunikation. Garage? Ich meine, klar, viel Story gibt's nicht, ne? Das ist ein reines Fratzengeballer-Orgie, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Darum geht's. Wahrscheinlich geht's in allen Dooms um das Gleiche, ne? Portal zur Hölle wird geöffnet. Man soll's schließen, man soll... Kommunikation. Man soll auf dem Weg dorthin so viel Höllengedöns mitnehmen, wie es halt nur geht. Dämonen. Wir sind jetzt in der Lobby, richtig? Das ist jetzt auf, ne? Das ist neu. Ja, ist gut. Haben wir sonst noch irgendwie was? Beides entriegelt? Nö. Und geschafft. Wir sind am Magnetbahn-Subway. Jetzt! Naja, es geht immer um den Mars. Okay. Bei Eternal geht noch ein bisschen tiefer von der Story. Alles klar. Aber das ist eine... Das ist eine komplett eigenständige Geschichte, ne? Oder setzt sie irgendwie... Setzt ihr irgendwie bei 2 an, zwischen 2 und 3, zwischen 1 und 2, zwischen 1 und 4. Ne, die ist komplett neu, ne? Jo, die sind alle separat. Okay, also. Ja, gut, wie du halt geschrieben hast, ne? Geht eben um Mars. Und halt Portal zur Hölle und ja. Irgendeine große Gefahr, die man irgendwie abwenden muss. Natürlich. Ja, ist klar, die verfolgen einen. Ich hab doch eben gerade irgendwo... Oder war das hier drin alles? Nee, war da drin alles.
die ganzen Items. Ja, nee, du kannst dich auch gar nicht kaputt schießen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Tod, das ist gut. Hey, haben die jetzt den Aufzug gerufen? Nee, es geht automatisch runter. Magnetbahn Skyway, nicht Subway. Wahrscheinlich das Pendant zu Subway, ne? Die Skyway. Hahaha. Thank you.
Seifenblasen. Nein! Toxine detektiert. Reinigungsvorgang ausführen. Doch nicht mit 5 Energie. Genau deswegen. Ey. Toxine detektiert. Okay, das ist besser. Und zum Glück war nicht allzu viel Zeit dazwischen. 37, 42. Kannst du vergessen, Alter. Einmal versuche ich noch ohne Schaden zu nehmen, das Mistvieh zu killen. Shit, es bringt nichts. Aber andererseits, ja doch, komm, zack. Oh, my God.
Jetzt muss ich aber mal fragen, bringt die Rüstung, die wir tragen, eigentlich irgendeinen Scheiß? Das kommt mir so vor, als ob wir nur die, sag ich mal, normale Energie verlieren. Also Gesundheit und keine Armor. Oder bringt sie nur was, wenn die Zombies auf dich eindreschen mit Schraubenschlüsseln und sowas? Yo, 387, bam. Die Todesrate steigt ja ins Bodenlose. Meinst du jetzt bei mir oder generell hier in dem Spiel? Bei Doom. Also insgesamt, ne? Nicht nur bei mir den Tod, sondern hier auch die Gegner, alles. Das kompakte Totenkonvolut. Das macht doch langsam keinen Spaß mehr. Nein, ich habe schon jetzt so weit gebracht. Ist ja ganz logisch, dass es nicht leichter wird, ne? Dieses Drecksviech vergesse ich immer. Bis jetzt. Thank you.
Puff. Schau mal, ob es Quick Keys gibt für Ladenspeicher. Ja, die gibt's. F irgendwas, glaube ich. Nochmal. Überschreiben. Ja, danke. Nein, Steuerung. Schnell speichern, F5. Ah, wird angezeigt. Stört dich das, wenn ich immer wieder auf Escape drücke und das manuell mache? Oder ist das manuell, aber ja, du weißt schon, was ich meine. Das bringt dich so richtig auf die Palme, ne? So, jetzt. Nein! Da müssen wir noch welche einprogrammieren, die von hinten kommen. Überraschung. Jetzt müsste er eigentlich noch von selber speichern. Yes. Bip-bup-bap. Mich würde es stören, es so zu machen. Mich wiederum nicht. Mein Gesicht ist weg, by the way. Nö, da bin ich wieder. Also Kontrollbildschirm ist noch gut. Dann liegt der Knick in der Optik bei dir wahrscheinlich. Ja, ist ja gut. Schnell laden, gucken, ob das auch geht. Ja, es geht. Hä? 55. 56. Warum hat denn das jetzt hier 54? Toxine detektiert. Ja. Reinigungsvorgang ausführen. Jetzt ist das Spiel weg. Ja, jetzt sehe ich es auch. Bist du das, oder was? Hast du dich eingehackt? Plopp. Wenn ich so mache, ist noch alles in Ordnung. Gucken, ob er wieder kommt. Warnung. Ablaufsteuerung ausgefallen. Toxine detektiert. Ach so, meinst du da? Ja, doch, stimmt, ist belegt. Ja, 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 jetzt siehst du, jetzt bin ich weg. Da ist es wieder. Und laden.
Sag mal, Computerspiel oder generell OBS, seid ihr nicht in der Lage, euch also miteinander zu kommunizieren, was jetzt Priorität hat? Nee, ne, anscheinend nicht. Ich ziehe zurück, was ich eben gerade gesagt habe. Was will ich jetzt eigentlich machen? So, alle eins nach dem anderen. 57. 55. 57 haben wir jetzt. Und einmal den laden. Jetzt. Okay, da müssen wir nochmal. Habe ich jetzt auch überhaupt nicht dran gedacht. Weil so Schnellspeicher-Dinger habe ich so gut wie überhaupt noch nie benutzt. Von daher seht es mir bitte ein bisschen nach. So, schnell speichern, schnell laden. Was habe ich denn nicht belegt? F11 und F12, das ist doch gut. F5 weg. F11, ja, ich weiß, ich bin weg. So, F9. Was, F12? Auch Bildschirmfoto. Ja, ist egal. Ja, annehmen. Bildschirmfoto brauche ich sowieso nicht. Schwarz, nur meine Stimme. Da bin ich wieder. Und da ist das Spiel wieder. So, jetzt aber, verdammte Scheiße. Sorry, ja, mein Fehler. Das läuft alles. F11. F12. Bingo. Aber erstmal die zusehen beschuldigen. Smarter Move. Das zeichnet mich aus. Ach shit. Wenn man es natürlich jetzt persönlich nimmt, ist das nicht mein Problem. Bei mir ist ja alles Spaß. Ja. Aber ich habe ja bereits gesagt, du hattest recht, alles gut. Nee, als ich eben drauf geguckt habe bei mir, gut, ich glaube, ich zweimal miteinander auf Speichern gedrückt, ne? Deswegen. Ich sehe das ja hier am Kontrollbildschirm selber, in dem Monitor. Deswegen war ich ein wenig irritiert, als du gesagt hast, dass ich weg bin. Also mein Gesicht. Weil bei mir war es noch da. Die Tonnen sind abgesperrt. F11? Yes, funktioniert. Ein Video und eine PDA. Nick Zadoway. Zadoway Y. J. Eingreifen bei Gefahrgut. Audiolog von Nicholas Zadoway, Mitglied der Gefahrengut-Eingreiftruppe der UAC auf dem Mars. 1. Oktober 2145. Wir glauben, dass die Marsatmosphäre große Schäden an den Auslassventildichtungen in den Standardentsorgungstrommel Nummer 5 anrichtet. Die Techniker können sich große Mengen an Schadstoffen in der internen Atmosphäre nicht erklären. Die Luftreiniger und alle Filtersysteme scheinen alle normal zu funktionieren. Und doch setzt sich eine dünne Schicht aus Schwebstoffteilchen in den Lagerbereichen ab. Das führte gestern zur Abriegelung. Der technische Leiter Charles Hollis versicherte mir, dass die Schadstoffe in der Luft dem Personal nicht schaden würden.
Allerdings verursachen sie eine korrosive Reaktion, wenn sie auf die Gummimischungen gelangen, die in unseren Lagersystemen verwendet werden. Ab sofort sind alle Entsorgungstrommel Nummer 5 in Transportmedien einzuschließen, die mindestens Klasse 2 entsprachen. Ende der Beurteilung. Baboom. E-Mails. Henry Varela. Pumpen, Fehlfunktion. Nikolas, ich habe die Steuerung für die Hauptpumpe zum Durchflussbetriebsterminal auf der Wartungsplattform über diesen Bereich umgeleitet. Wenn die Hauptpumpe bricht oder versagt und ein Leck verursacht, kann sie nur von dort aus abgeschaltet werden. Das Betreten des Pumpenraums wäre einfach zu gefährlich. Bitte komm vorbei, wenn du Fragen hast. Vielen Dank, Henry. Scott Johnson, weggeschlossenes Waffenterminal. Material. Mr. Sadoway. Keine Ahnung. J. Y. Ja. Ich fürchte, an den Gerüchten, die ich gehört habe, könnte etwas dran sein. Als neulich jemand aus meinem Team in Delta ausgetretene Toxine beseitigte, hat er dort tatsächlich eine Kreatur gesehen. Er wusste nicht, was es war, aber es hat ihm eine Heidenangst eingejagt und uns nachdenklich gemacht. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Ich habe hier in Sektor 2 etwas Munition und Kampfausrüstung in den Schrank an der Luftschleuse bei der Magnetbahn eingeschlossen. Sollten Sie sie jemals brauchen können, der Code lautet 483. 483. 483. 483. Und mit dem Schloss an dem Schrank ist es vorbei. 483. 483, Leiter ausfahren. 483, hier sind wir. F11. Warte mal. F12? Ja. Es geht. Du hättest Rapper werden sollen. Ja, meine ich auch, ne? Das ist verschwendetes Talent. Das ist mir auch schon irgendwie das ein ums andere Mal durch den Kopf geschossen. Jetzt im Kreis gelaufen? Ja. Zentrale Alarm, Filterschaden entdeckt, gefährliche Toxinwerte, Primärfilterungs- und bla bla bla. Deaktivieren.
Nein! Ja, nein! Ja doch, ist doch richtig. Chili der Schlange oder was? Ey, was soll so... Was... Ne, wo war nochmal? Doch, da. Wie viel haben wir noch? 70. Doch, das ist gut. Ist... Hä? Will er mich jetzt verarschen oder was? Mach die scheiß Tür auf! Ich will mich aufheilen! Ey, überall diese nutzlose Rüstung, wie ich finde, bis jetzt. Danke, Spiel. Scheiße, jetzt wollte ich schon wieder ins alte Gewohnheitsmuster zurückfallen. Nee. Für die Viecher ist die Waffe zu schade. Die brauche ich auf jeden Fall im nächsten Bosskampf. Deswegen... Einmal wechseln. Die ist eigentlich auch zu schade. Nehmen wir erstmal die normale Maschinengewehrpistole.
So, du Mist, Drecks, Spinnen, Höllenviech. Wo kommst du jetzt her? Wo kommst du raus? Soldat, wir haben doch entgiftet. Ja, aber nicht alle Bereiche. Hatten wir nicht hier irgendwo auch wieder so ein Heilapparat? Diese Dinger hier, gerade die Form, die erinnern mich gerade voll an dieses Spiel bei wie hieß das? Super Toys Club. Nein! Kennst du den auch noch, den Super Toys Club? Oh Mann, ey. So, erst wechseln. Wir können auch gleich bei Gelegenheit nachladen. Jetzt. Ich seh nix. Nö, kenne ich nicht. Dann google mal oder mach hier Suche auf YouTube. Natürlich nur, wenn du Lust und Laune hast, herauszufinden, was das ist, beziehungsweise was das war. Ein Traum auf jeden Fall für jedes heranwachsende Kind. Diese Spieleshow.
Ja, da. Anthony Garza. Audiolog von Nicholas Sattoway, Mitglied der Gefahrengut-Eingreiftruppe der UAC auf dem Mars. 1. Oktober 21. Michael Abrams, neuer Raketenwerfer. Tony, ich schicke Ihnen eine der neuen Raketenwerfer, die wir von den Marines erhalten haben. Bitte bringen Sie einige der überschüssigen Giftfässer nach draußen und jagen Sie sie in die Luft. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht verletzen. Der Flächenschaden ist hier viel höher als bei früheren Modellen. Vielen Dank, Michael Abrams. Ich habe weitere Raketenmunition angefordert. Mir war nicht klar, wie viele Fässer wir beseitigen müssen. Ursprüngliche Nachricht. Mr. Abrams, danke für den Raketenwerfer, aber ich werde mehr als die mitgelieferten 5 Raketen dafür benötigen. Wir haben hier ziemlich viele Fässer, die auf ihre Beseitigung warten. Ich habe den Raketenwerfer in mein Waffenregal gelegt und beseitige die Fässer, sobald ich mehr Munition habe. Vielen Dank, Tony. Und dann wieder den MarsBuddy.com. Schlaf weg. Sehr geehrter Kunde, sind Sie oft müde bei der Arbeit? Fühlen Sie sich aber antriebslos? Wir stellen Ihnen die neue und verbesserte Schlaf-Weg-Tablette vor. Dank ihr sind Sie den ganzen Tag lang frisch und ausgeruht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.marsbuddy.com. Wir haben ja, glaube ich, auch neue Süde bekommen, ne? Ja, das ist mit der Kettensäge. Video zur Wartungssicherheit. Willkommen bei der UAC-Wartungsabteilung. Dieses Video liefert Ihnen die Informationen und Werkzeuge, um Ihre Aufgabe effizient und sicher zu erledigen. Unversehrte Arbeiter sind zufriedene Arbeiter. Ihre Sicherheit hat bei UAC höchste Priorität. Beachten Sie alle Hinweisschilder und Verfahren, um sich und andere vor Schaden zu bewahren. Das Aufräumen gehört zu den wichtigsten Aspekten der Wartung. Dieser Teil unserer Arbeit gewährleistet die Sicherheit aller. Studien zeigen, dass die Produktivität von der Arbeit in einer sauberen, toxinfreien Umgebung profitiert. Bei der Stromerzeugung auf dem Mars fallen 2 Nebenprodukte an, Dampf und grüner Schleim. Den Dampf entlüften wir auf der ganzen Basis durch Ventile, Bodengitter, sorgfältig platzierte Rohre und auf andere Weise. Der Schleim fällt an, weil der MFS-Prozess mit Kernelementen im Marsboden reagiert. Er ist nicht radioaktiv, aber sehr toxisch. Beseitigen Sie sofort alle ausgetretenen Toxine. Der beste Schutz bei Austritt von Toxinen sind Schutzanzüge. Wenn Sie mit dem Schleim in Kontakt kommen, melden Sie sich sofort zum Dekontaminieren bei der Krankenstation. Nach ein paar Tagen Isolation können Sie zurück an die Arbeit gehen. Melden Sie alle Regelverstöße Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten und schlagen Sie in Ihrem Mitarbeiterhandbuch zusätzliche Regeln und Informationen nach. Einen schönen Tag noch. Buja. Kann ich kaputt schießen. Beziehungsweise mal ja, mal nein.
Deswegen sind die Dinge hier so angeordnet wie eine Treppe. Verstehe. Wir haben es geschafft. Recycling 2. Transportteam. Recycling Sektor. Hallo? Ach, der war da drin, ne? Hauptpumpensysteme reaktivieren. Wir kommen also voran. Und so verzweifelt auf der Suche nach uns? Nach mir? Kein Grund zur Eile. Ich bin überall. Und alles hier gehört mir. Danke, dass du die Flotte alarmiert hast. Du bist so ein Narr. Sie sind hierher unterwegs. Zu uns. Und wir warten einfach. Warten darauf, dass sie ihren schlimmsten Albtraum erleben. Sie werden Teil meiner Legion. Und mit ihren Schiffen bringe ich die Hölle auf die Erde. Du erlebst das nicht mehr. Und du bist tot, bevor du sie warnen kannst. Jeffrey Moen. Henry Varela, Pumpen, Fehlfunktion. Jeff, die Haupteinheit zur Müllaufarbeitung. Hier in Sektor 1 läuft unter größerer Last als veranschlagt. Ich mache mir große Sorgen um die Stabilität des Systems. Eine Fehlfunktion oder ein Spannungsriss in einer Leitung könnte die gesamte Mechanik lahmlegen. Auf solche Abfallmengen ist das Aufarbeitungssystem nicht ausgelegt, aber sie schicken uns einfach immer mehr. Wir brauchen hier dringend eine neue Pumpe, bevor unsere versagt. Fehlender Henry. Greg Brandenburg. Giftmülllagerung. Mr. Moen, Sie müssen unbedingt darauf achten, die Giftmüllfässer richtig zu lagern. Die Lagerung flüchtiger Substanzen in solcher Nähe zu Arbeitsplätzen ist sehr gefährlich, besonders bei Eingängen und engen Passagen. Wenn eines der Fässer explodiert, kann es großen Schaden anrichten, jemanden schwer verletzen oder gar töten. Bitte kümmern Sie sich umgehend um das Problem. Brandenburg. Sind das auch Originalnamen in der englischen Fassung, also Amerika und so? Oder ist das jetzt teilweise eingedeutscht? Brandenburg. Mr. Brandenburg. Und... was gab's noch? Habe ich vergessen. Da hoch können wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt einfach raus wieder, oder was? Finde den Eingang zur Magnetbahnstation. Nee, der geht auch nicht. Thank you.
Klettern sollen wir auch nicht. Da. Nee, schon aktiviert. Geht nicht. Hier. Auch nicht. Die Tür ist zu. Ach, da. Ja, da geht's. Ich glaube, da brauchen wir das die Seifenblasenkanone. Alles eingesammelt, ja, haben wir. Als Maul. Sie weg. Ja.
Halt! Oh yeah. Sprichwörtlich über die Reling. Gas bitte vorher erst abpumpen. Alter, ich habe auch gar keinen Überblick mehr. Oh, Leute. Ja, ich habe natürlich vergessen zu speichern, was ich eigentlich schon die ganze Zeit vorhatte. Wegen Kontaminationsgefahr.
ihm den eigenen Vorteil schmecken lassen, ey. Den Vorteil des Rumsbums. Der Rumsbumswaffe. Mann, wo ist jetzt blöde Seifenblasenkanone? Wieso überspringt er denn? Achso, das sind die Fäuste, ne? Und hier die überspringt er auch. Das Gefühl, wir nähern uns dem Ende. Hoffentlich. Aber wie gesagt, ein Gegnerstück fehlt auf jeden Fall noch. Und zwar den gesichtsgebenden... Gegner auf der Verpackung von Doom. Also der alten. Aber einen guten Abflug gemacht.
jetzt aber. Und wieder ein neuer Gängertyp. Ja, doch. Oder? Ja, lass mich rein, es gibt ein Nest. Ganz normale UHC-Fässer. Ja. Thank you.
uns einfach nicht kaputt schießen. Eben draußen ging's doch. Und jetzt nicht mehr, oder? Die Gatling-Gun hat zu große Streuung. Ja, ist wahrscheinlich. Daran wird's liegen. Kampf. Viel Spaß. Nee, neuer Gegnertyp oder was? Zwillinge! Na, wobei, bei dem einen ist, glaube ich, der Tentakel ein bisschen länger und tentakliger als bei dem anderen. Keine Eineigen. Sondern Achteige. Runter? Nee, geht gar nicht. Alles zugeschissen.
Der Tod ist nicht das Ende. Deine Seele wird ewig in der Hölle brennen. Bla bla bla, das haben wir alle schon mal gehört. Aufzug. Warum so erzürnt? Wieso? Was meinst du? Wegen der Predigt gerade von dem... Der Tod ist dem da hier. Das hier. Ende. Oder was? Deine Seele wird ewig in der Hölle brennen. Okay, wird. Na gut. Aktiviert haben wir es ja. Scott Johnson. Keine Audio-Dinger-Bummer. Aber E-Mail, ne? Nicholas Sadoway. Weggeschlossenes Waffen. Material. Scott, das ist eine ausgezeichnete Idee. Wir können hier nicht vorsichtig genug sein. Mr. Sadoway, ich fürchte, an den Gerüchten, die ich gehört habe, könnte etwas dran sein. Als neulich jemand aus meinem Team in Delta ausgetretene Toxine beseitigte, hat er dort tatsächlich eine Kreatur gesehen. Er wusste nicht, was es war, aber es hat ihm eine Heidenangst eingejagt und uns nachdenklich gemacht. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Ich habe hier in Sektor 2 etwas Munition und Kampfausrüstung in den Schrank in der, an der Luftschleuse bei der Magnetbahn eingeschlossen. Sollten Sie sie jemals brauchen können, der Code lautet 483. Scott. 483, aber da sind wir noch nicht, richtig? Da ist er. Vier, acht, drei. Yummy, yummy, lecker Munitionsbrei. da müssen wir lang, ne? Genau, Magnetbahn. Hier sind wir. Ja, ja doch. Nächstes Level, Magnetbahn, Transportsystem also, und so weiter. Amire Inokos. Steh auf, Quask Mir Yalopan. Für dich gibt es keinen Tod. Ach du Kacke. Ja. Jetzt, wo ich gerade diesen Helm gesehen habe, ne, der erinnert ja auch komplett hier an die Wehrmachtshelme. Also, jetzt war es ja auch wieder bei Teil 1 und oder 2. Weil ich ja diese Version, die ich mit der geholt habe, da sind die beiden mit drauf, aber ich glaube geschnitten, da die Originale, nämlich irgendwelche Level aus dem alten Wolfenstein enthielten. Ne, wegen der Symbolik und so. Wobei das auch schon längst wieder, oder schon längst aus der Mode gekommen ist. Gibt ja Wolfenstein Uncut mit Symbolik zu kaufen bei uns. Hab ich unter anderem auch. Kommt irgendwann auch nochmal. PDA.
Scott Johnson, den hatten wir gerade. Jetzt kommt Sam Harding. Eine Reparatur der Magnetschlösser. Audiolog des Technikers Sam Harding, 5. April 2145. Ich habe die Reparaturen an den Magnetschlössern beendet und die Drucksensoren an dem Magnetbahnsystem umprogrammiert. Wir glauben, dass ein Unfall wie der letzte Woche jetzt nicht mehr vorkommen wird. Der Unfall in der letzten Woche war tragisch, hätte aber nie geschehen dürfen. Die internen Sensoren meldeten den Computer ein Vakuum im Fahrzeug. Leider kam der Computer zu dem Schluss, dass der Druckunterschied nur durch das Öffnen aller Türen zu beheben sei, um den Druck mit der Außenluft auszugleichen. Beim Durchsehen von über 15.000 Zeilen Code konnte ich heute keine Ursache für dieses tragische Ereignis finden. Aber die Logs zeigen die Diskrepanz ganz eindeutig. Offenbar wieder mal ein solides System, das einfach zum Teufel geht. Ich hoffe, die Sicherheitsabfragen, die ich heute in den Code eingearbeitet habe, werden verhindern, dass sich ein solches Ereignis wiederholt. Ich treffe jetzt den Techniker Jim Torben an den Zugangstüren zur Plattform des Delta-Komplexes. Wir wollen einen fehlerhaften Überwachungssensor reparieren, durch den die Tür klemmt. Na dann, auf, Sammy. Und die E-Mails. James Torben. Türreparatur. Sam, ich habe heute die Reparatur der Tür Tür 32 abgeschlossen. Jetzt müssen sie sich leichter öffnen lassen, aber mal was anderes. Hast du die Artefakte gesehen, die das Wissenschaftsteam kürzlich in den Delta-Komplex gebracht hat? Ich weiß nicht, was es war, aber es gefällt mir jedenfalls nicht, dass sie außerhalb der Frachtkisten transportiert werden. Der Anblick macht mich einfach nervös, wenn ich weiß, dass wir über irgendwelche Alien-Ruinen arbeiten. Ja doch. Allein bei dem Gedanken daran, was in diesen Höhlen lauern könnte, läuft es mir kalt den Rücken runter. Aber vielleicht bin ich ja bloß überempfindlich. Jim. Karl Cullen. Geiler Name. Harding, bitte überprüfen Sie die Lafettenhalterung des Turmgeschützes hier im Sicherheitsbereich. Anscheinend rattern sie, wenn sich der Turm bewegt. Karl. Und nochmal Karl Cullen. Danke für die schnelle Reparatur. Karl. Ich habe die Lafettenhalterung heute Morgen repariert. Es lag schon wieder an den verdammten Mixom-Bolzen. Ich wünschte wirklich, die UAC würde sich einen besseren Zulieferer suchen. Danke, Sam. Willkommen bei der UAC. Das hatten wir, ne? Ja. Sorry. Okay. Wolfenstein mal gespielt. Nope. Die neueren Teile auch nicht, aber ich habe sie alle. Letztes Jahr zugelegt, alle miteinander. Okay, müssen wir jetzt in die Bahn oder müssen wir erstmal runter? Wir gehen erstmal runter, ne? Hey, hier ist ja gar nichts. Was soll das? Wenn ich schon irgendwo runterspringe und falsch lande, will ich aber auch hier erwarten, dass da was liegt, was man einsammeln kann. Naja, gut. Zurückgenommen. Hier ist ja die Gesundheitsstation. Terminal, wie auch immer. Warte mal, hier vorne. Ne, da ist gesperrt, okay. Da mal ab, die Katz. Bahn starten. Wir verlassen das Umweltreproduktionszentrum. Nächster Halt, Standort 2. Wer bist du? Was machst du hier? Hier bitte? Ich habe hier auf meinen Partner gewartet. Er wollte nachsehen, was los ist, kam aber nicht wieder. Und nun weiß ich nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, was zum Teufel los ist. Aber es hat bestimmt mit den Artefakten zu tun, die wir aus Standort 2 geworben haben. Ich wette, da gibt es eine Verbindung mit diesen Dingen aus dem Delta-Komplex. Sicherheit geht vor. Verlassen Sie das Fahrzeug nicht ohne Schutzausrüstung. Bei einem Notfallhalt kümmert sich die Mars-Sicherheit um Sie.
wünschen einen schönen Tag. Wir erreichen Standort 2. Der Delta-Komplex ist nicht sicher. Du bist verrückt, wenn du dahin willst. Bitte kontaktieren Sie einen Reparaturtechniker. Verrückt ist mein zweiter Vorname. Der Zug ist bestimmt auch nicht sicher. Wer weiß, was noch kommt. Ich bleibe im Zug, bis wir nach Delta kommen. Dann bist du auf dich gestellt. Der Zug ist bestimmt auch nicht sicher. Ja. Dann bleib hier und warte auf dein Doom und ja. Und schon wieder? Doch, diesmal ist da was da. Aber wir sammeln nichts ein, da wir schon alles haben und voll sind. Okay. F11. Wieder ein neuer Gegnertyp. Okay. Aber recht schwach, so wie es gerade ausgesehen hat. Zerstöre jeden Widerstand. Sam Harding, Gary Ross. Keine Audiodaten. Da ist doch was. Gary Ross. E-Mail, Delta-Sicherheitsdienst, ADS in Betrieb. Mr. Ross, ich möchte Sie nur kurz daran erinnern, dass Sie, dass das neu automatisierte Verteidigungssystem am Eingang zum Delta-Labor jetzt in Betrieb ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Delta-Sicherheitsdienst. Vielen Dank, Delta-Sicherheitsdienst. Sicherheitszentrale, Anfrage wegen Luftschleusen. Auf Ihre Bitte hin wurde der Code der Luftschleuse bei Knotenpunkt 5 Standort 2 auf 826 geändert. Damit können Sie die automatisierten Schienensensorsysteme RSS außer Kraft setzen und jede Tür der Bahn öffnen. Ursprüngliche Nachricht, das Technikerteam für Standard 2 führt nächste Woche ein paar Tests am Luftschleusesystem bei Knotenpunkt 5 durch. Für diese Tests müssen wir die ARSS außer Kraft setzen und möchten Sie daher bitten, den Eingabecode auf 826 zu setzen, damit wir die Tests durchführen können. Vielen Dank. 826.
Also jetzt schmeißen sie aber mit neuen Gegnertypen um sich. Hier ab diesem Part. Also das Aussehen von den neuen Gegnern ist auf jeden Fall beeindruckender als das, was sie wirklich drauf haben. Oder an Schaden austeilen. Bis jetzt. Schleuse Kreuzung 05 und Luftschleuse Standard 2 von Administrator. 826. Sicher. Yes. Very nice. Guerreros Charles Hollis. Änderung ERP-Richtlinien Ort 2. Audiolog von Charles Hollis, technischer Leiter, 5. September 2145. Um unsere Ressourcen für die Lebenserhaltungssysteme zu schonen, hat der Unternehmensrat beschlossen, ab dem 1. Oktober 2145 alle Umweltprozessoren in dem allgemeinen Bereich von Standort 2 vom Netz zu nehmen. Morgen schicke ich E-Mails an alle Teamleiter mit der Bitte um Verlegung ihrer Ausrüstung auf Standort 3. Wir glauben, wir haben von Standort 2 genug nützliches Material für das Projekt gewonnen und wollen unsere Ressourcen jetzt für die Untersuchung von Standort 3 nutzen. Ende der Logaufzeichnung. Aber kein Ende der E-Mails. John Brady, Schließung Standort 2. Mr. Hollis. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass die Haupttunnelpassage zu Standard 2 verschlossen wurde. Ich werde die Türcodes heute an die archäologische Abteilung übermitteln. Damit ist diese Ausgrabungsstelle praktisch endgültig geschlossen. Vielen Dank, John Brady. Nochmal, John Brady, Mr. Hollis. Wie gebeten, habe ich die restliche Munition des Sicherheitsteams von Standard 2 in den Lagerschrank 054 mit dem Türcode 142 gebracht. Vielen Dank, John Brady und Phil Wilson. Artefakt Bestandsüberwachung. Charlie Hollis, wir haben einige Artefakte von Standort 2 ohne ordnungsgemäße Angaben zu Fundort und Zeitdatum erhalten. Es ist sehr schwierig, diese Stücke zu bearbeiten, ohne zu wissen, wo oder wann sie gefunden wurden. Bitte überprüfen Sie Ihre Unterlagen und schicken Sie mir die erforderlichen Informationen für die Artefakte 34-X91, 21-X22 und 86-Y12. Phil Wilson, Delta Forschungsteam. 142. Düt. Ihr wollt euch doch etwa nicht vom Acker machen? Nee, die sind auf dem Weg zu mir. Im Spinnenmarsch. Vorwärts. Das war's nochmal mit unserem Freund. Hier sehen wir seine netten Überreste. Die Wirbelsäule, den Torso mit Untertorso. Ein Stück Arm, Stück Bein, also Knie oder Ellbogen.
noch einen Steckarm, noch ein Bein. Tja, das Schicksal kann grausam sein. Ende des Gedichts. Wir verlassen Standort 2. Nächster Halt, Delta-Komplex. Wuhu! Aua. Techniker zum Delta-Komplex. Zugangsrampe. Ausfall des Überwachungssensors detektiert. Nein, Mist. Ich... Ach, scheiße. Springt der auch runter, dann kriege ich Fallschaden? Natürlich nicht. Wieso habe ich jetzt die Flinte? Ich hätte doch eben das Maschinengewehr noch gehabt. Wo ist denn der jetzt? Hm. Aber es hat mich gerade so voller Monty Python erinnert. Der Ritter der Kokosnuss. Wie der so von zugerannt kam. Wenn ihr versteht, was ich meine. Falls nicht, zieht euch den Film rein. Sofern ihr dies nicht schon getan habt. Und wisst, wovon ich gesprochen habe. Da ist er! Ich musste gerade überprüfen, ob er den Herd eingelassen hat. Nee, ob er eine Karte gezogen hat. Ticket. Er dachte, wir sind der Kontrolleur. Das sogenannte Bahnsteig-Aufhaltungsticket. Oder Aufhalt-Bahnsteig-Ticket. Irgendwie sowas. Ah. Lieber nicht schwurbeln. Nicht, dass wir noch gewisse Instanzen auf neue Ideen bringen. Dann müssen wir durch, ne? Hier runter? Ja, wir können runter. Wie kann man hier die scheiß Leiter runtersteigen, ohne zu fallen? Thank you.
Karl Cullen. Kein Audio. Sicherheitsaufsicht, neues automatisiertes Verteidigungssystem. Mr. Cullen, bitte informieren Sie Ihr Team, dass ein automatisiertes Turmgeschütz am Delta-Haupteingang installiert wird. Anlass sind die zunehmend sensible Natur der Experimente und unsere Sicherheitsprobleme in der letzten Zeit. Bitte achten Sie darauf, dass die Mitglieder Ihres Teams die korrekte Sicherheitsfreigabe haben und in der IFF-Datenbank sind. Nicht, dass sich die Probleme wiederholen, die wir bei der Installation der Geschütze beim Marine-Kommando hatten. Vielen Dank, die zentrale Sicherheitsaufsicht. Chris Baugmann. Danke, es gibt nichts Schlimmeres als geladene Kanonen mit einem verdammten automatischen IFF. Hallo Leute, ich habe die Deaktivierungssequenz für das Turmgeschütz in meinem PDA eingespeichert. Ihr könnt sie am Sicherheitsterminal in der Nähe der Metalldetektoren eingeben. Falls es Probleme mit dem Geschütz gibt, besser es abzuschalten, als es noch wen umbringt. Danke, Karl. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich an der Stelle, die ich in der ersten, im ersten Lauf erwähnt habe, ne? Die Geschütze an der Wand. Diese richten sich jetzt wohl gegen uns. Naja, abwarten. Oder haben sich gegen uns gerichtet? Wie auch immer. Lee Pomeroy. Karl, als medizinischer Berater dieses Abschnitts fühle ich mich verpflichtet, in Sachen Sicherheit proaktiv vorzugehen. Insbesondere jetzt mit dem Turmgeschütz in einem sehr stark frequentierten... Nicht frequenziert? Naja, frequentierten Bereich. Vorsichtshalber habe ich medizinisches Material in den Vorratsschränken neben dem Sicherheitsbüro eingelagert. Der Code beider Schränke lauten 364. Ich hoffe, wir werden sie nicht brauchen. Lee Pomeroy, medizinischer Berater. Sam Harding, Karl, ich habe die Lafittenhaltung heute Morgen repariert. Es lag schon wieder an den verdammten Mixerbolzen. Ich finde, warte mal. Das hatten wir schon, ne? Ja. Das ist aber neu hier, oder? Mr. Cullen, wir müssen ein großes Musterexemplar aus Delta transportieren. Normalerweise würden wir dafür nicht die Magnetbahn nehmen, aber es muss ins Phobos-Labor und das geht nur auf diesem Wege. Es wird zwar sediert sein, aber angesichts seiner Bedeutung und Gefährlichkeit halten wir es für klug, zusätzliches Sicherheitspersonal einzusetzen. Sie und Ihre Leute sollten mit voller Schutzausrüstung und mit Plasmagewehren ausgestattet sein. Tödliche Gewalt sollte aber nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden. Es hat 7 Männer das Leben gekostet, diese Kreatur lebend durch den Teleporter zu bringen. Und es wäre schade, wenn diese Mühen vergebens gewesen wären. Außerdem gibt es bekanntlich zahlreiche Gerüchte über unsere Musterexemplare. Ich möchte nicht, dass die Sache außer Kontrolle gerät. Die Informationen zu diesem Transport müssen auf diejenigen beschränkt bleiben, die wissen müssen, was sich in dem Container befindet. Danke für Ihre Kooperation in dieser Angelegenheit. Bitte gerne. Wir sind von unten gekommen, richtig? Zerstör ihn! Nein! Wir zerstören es! Was für eine künstliche Lache. Hey, ich kann mich nicht bewegen! Ich sag's doch. Ich hab's doch gesagt. Warnung. Automatische Geschütztürme online. Achtung. Automatische Geschütztürme online. Nein, verloren. Ey, die wollen mich jetzt hier gerade so richtig verarschen.
haben wir jetzt Zeit, den Code einzugeben. Die Codes 7879. Da ist immer noch so ein Drecksviech. Vor 10 Minuten. Nee, ich reg mich jetzt nicht auf. Was ist los mit dir, Kollege? Geschütztürme offline.
Codes. Da nicht. 364. Speichern. Ah, wir sind doch nicht so blöd und laufen durch so ein... Guck mal, wir müssen da sogar durch. Können wir nicht unten drunter kriechen, da oben drüber? Nein, wir müssen durch den scheiß roten Bereich. Oder auch nicht. Können wir hier durchs Fenster durch? Natürlich. Natürlich geht das nicht. Und jetzt habe ich mich hier festge... hockt hinterm Bildschirm, ey. Ah, Alter. Gut, dass ich gespeichert habe. War eh deaktiviert. Nächster Bereich, verlassen der Magnetbahn und willkommen im Delta Labor Sektor 1, Forschungs... Bliblablub, die da. Nur Notstrom. Alle Delta-Operationen eingestellt. Robert Price. Einsatz von Technikern. Audiolog von Robert Price, Delta-Abteilung, Leiter für Personalrekrutierung, Beurteilung und Einsatz. Wir können kaum noch Techniker für Einsätze im unteren Delta-Labor gewinnen. Nach dem ursprünglichen Überangebot von Freiwilligen besteht nach 6 Monaten nun ein kritischer Mangel an qualifizierten und einsatzbereiten Kräften. Warum wohl? Lohnerhöhung und Boni haben daran wenig ändern können. Warum wohl? Kündigungsgespräche und wöchentliche medizinische Besprechungen bei Delta haben ergeben, dass die Anzahl plötzlicher und unerklärlicher psychischer Erkrankungen weit über alle akzeptablen Grenzen hinausgeht, selbst für den Mars. Hier oben spricht man abfällig von Subdeltas. Und es steht zu befürchten, dass diese Einstellung sich auch auf andere Bereiche der UAC ausbreitet. Audiolog von Robert Price, Delta-Abteilung, Leiter für Personalrekrutierung, Beurteilung und Einsatz. Disziplinarverfahren Bericht 4C-8 auf Anforderung der Verwaltung von Mars City. Aus Delta Labor 1 wurde ein Problem mit dem Diebstahl von Sicherheitsausrüstung gemeldet. 4 Mitgliedern des Sicherheitsdienstes des Delta Labors wurde ein Verweis erteilt, gegen 3 weitere wird ermittelt. Offenbar wurde an mehreren Stellen im Delta-Labor Verstecke mit Waffen, Rüstung und Munition entdeckt. Einen Teil der fehlenden Ausrüstung haben wir gefunden und es liegen Hinweise auf weitere Verstecke vor. Ich lasse Lagerraum 21-D mit Sicherheitscode 298 durchsuchen, wo weiteres Diebesgut sein könnte. Ich hoffe, sämtliches Diebesgut und die verantwortlichen Mitarbeiter zu finden. Na denn? Auf Glück. Price at kpj.net. Alles heil angekommen. Hallo Rob. Ich schon wieder. Warum hast du mir noch nicht geantwortet? Ich habe deine alten Bücher und den restlichen Kram über die UAC an dich geschickt. Hast du es bekommen? Es war schön, all das Zeug aus dem Wohnbereich zu bekommen. Vieles habe ich auch an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Bei deiner Rückkehr in 6 Monaten wirst du den Unterschied merken. Jedenfalls bitte schreib bald zurück. Ich fühle mich einsam hier unten. Bis bald, Tanja. Ryan S. Ist das bei euch auch so? Robert.
Ich weiß, wovon du sprichst. Auch wenn es hier bei weitem nicht so oft vorkommt wie offenbar bei euch. Ich gehe der Sache nach und melde mich wieder. Wirklich eine seltsame Sache. Ryan. Hi Ryan. Dringen bei euch auch komische Geräusche durch die Wände und Böden? In den letzten Tagen passiert das hier überall. Ich glaube, in den unteren Ebenen von Delta ist es noch schlimmer, aber wir können nicht feststellen, woher es kommt. Ich wollte bloß mal in der UAC herumhorchen, ob es anderen ähnlich geht. Danke, Robert. Robert. Gute Pose. 10 von 10. Er dachte, wir schießen ein Bildschirmfoto, deswegen wollte der so, ne, schön mit Haltung reinspringen, um drauf zu sein. Stromausfall, Reservebatterien. Wofür? Was ist das? Energiesysteme initiieren. Systeme deaktiviert. Warnung. Datenverknüpfung. Ne, Verknüpfer, ne? Datenverknüpfer entfernt. Einsetzen, um Energiezufuhr neu zu starten. Wo denn? Finde die Datenverknüpfer, um Zugriff auf die Übersteuerung zu bekommen. Jetzt der letzte Gegnertyp. Wie ich schon erwähnt habe. Der Gesichtsgeber von Doom. Das Maskottchen von Doom. So, jetzt habe ich was Passendes. Was haben wir hier? Montag, 15.11. Okay. Veranstaltung Delta. Das Gesicht von Doom. 3. Ist ja nur auf der 3er-Verpackung vorn drauf. Und auch nur auf der alten Version. Nee, die kennen wir. Ach, den ersten haben wir schon. Ja, wunderbar. Kann auch sein, dass das Viech nur in der Hölle selbst vorkommt. Oder ab da, wenn wir drin sind. Nur Notstrom. Alle Delta-Operationen eingestellt.
Ungültige Sicherheitsfrage. Alle Delta-Operationen eingestellt. Da sind wir jetzt weggekommen. Da haben wir das erste von zwei Geräten gefunden. Wollen wir jetzt beide, oder? Nur Notstrom. Alle Reaktoren herrschen ab. Ach, haben wir schon das erste? Okay. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren. Orange. Finde den Datenverknüpfer. Reaktor, Lagerhalle. Verwaltung. Warnung. Reaktorkern abgeschaltet. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren. Orange. Manueller Reaktor Neustart. Ja. Delta Control. Ja, können wir die jetzt irgendwie aktivieren oder? Warnung. Reaktorkern. Hologrammstellgerät, Energieverteilungsraster. Ich probiere es einfach mal. So, die Aufzüge. Sind die jetzt aktiviert? Die Türen sind freigeschaltet worden. Warnung. Zumindest die eine hier. Die auch. Abgeschaltet. Bitte befolgen Sie sich.
abgeschaltet. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren. Der blinkt. Warnung. Reaktorkern abgeschaltet. Nee, aber er geht nicht. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren orange. Den haben wir noch nicht. Glaube ich zumindest. Thank you.
Hey! Oh, Leute, ey! Ja, geht. Ja, ja, Schrittchen für Schrittchen. Wieder Mord der Schande. Bloß dich mit taktischen Rückzügen geizen. Das hat rein gar nichts mit Feigheit zu tun. Nicht im geringsten. Oder auch einfach mal die... Oh.
immer dran denken. Man spielt hier auf der bis jetzt höchsten Schwierigkeitsstufe. Und es wird nicht einfacher, je näher man dem Ende kommt. Nie, im Gegenteil. Einfach so. Dann triffst du immer was, egal was. Reaktor offline, Abschaltung durch Energieanstieg in, ja. Maximumkapazität. Okay. War da jemand?
Brian Mora. Kein Audio, E-Mail, Delta, Aufsicht, Reaktionssicherheit. Reaktorsicherheit. Mr. Mora, Ihre Beschwerde wurde bei der Zentralbehörde eingereicht, die Ihren Fall ab jetzt weiter bearbeiten wird. An Delta Aufsicht, als verantwortlicher Techniker für die Wartung der oberen Reaktorebene halte ich es für nötig, Sie über die aktuellen Sicherheitsprobleme zu informieren. Wenn wir Daten von den oberen Ebenen ablassen sollen, während der Reaktor am Netz ist, sind Unfälle früher oder später unvermeidlich. Ich schlage vor, Fernsensoren zum Ablesen der Daten zu installieren und die obere Ebene zu schließen, während der Reaktor am Netz ist. Mit freundlichen Grüßen, Brian Mora. Und wieder Mr. Kommen wir hier mal auf Mr. Mars bei dir. Kleinste Preise, kostenloser Versand, diskrete Verpackung. Sind Sie traurig? Wir machen Sie glücklich. Sie sind antriebslos, wir machen Sie munter. Sie können sich nicht konzentrieren? Wir helfen Ihnen. Bei uns bekommen Sie die neuesten biotechnischen Neurologika. Kontaktieren Sie noch diese Woche Ihren Vertreter und sparen Sie weitere 15% von den jetzt schon niedrigen Preisen aus unserer Werbung. Danke, Ihr Mars Buddy. Katsching! Hilfe! Der hat nur noch wenig Energie. Da muss jetzt noch einer von hinten kommen und bäm, tot. Das ist nicht das erste Mal, dass das jetzt vorkam. Reaktorkern online. Als ob diese Schweinehunde von Entwicklern das so einprogrammiert haben. Habe ich jetzt eigentlich einen richtigen... Nein. 23.06, jawohl. Das ist der richtige. Ist es jetzt nur wegen dem PDA-Dings da oder kann man nichts aktivieren, eingeben, irgendwas? Nö. Offenbar nicht. Was ist hier an dieser Ebene? Auch nichts. Ja, deswegen doch. Alles gut. Ulf.
Bumm. Delta-Aufsicht. Da sind wir gerade rausgekommen, richtig? Ja, richtig. Hier können wir noch nicht durch, das heißt, ja, wir müssen da durch. Oh ja, geil. Jetzt gibt's Geschnetzeltes, Geschnetzeltes. Muss aber ganz genau präzise reinlaufen, weißt du? Warte mal, wenn ich dachte, da unten irgendwo Energie? Nee. Da. Bestrafe den Sterblichen. Ja, nee, ist klar. Wenn man mal nicht wartet, ey. Denkst du nie, der kommt jetzt bestimmt nicht hinterher. Doch, er steht vor der Tür, Drecksau. 21:14. Scheiße.
Mist. Bestrafe den Sterblichen. Lebt der jetzt noch oder ist der tot? Der Gatling-Gun-Mann. Nee, er ist tot. Jetzt über was eingesammelt, was uns weiterbringt. Hier können wir nicht rein. Ich dachte, wir kommen hier raus. Einmal so rum. Nö. Müssen wir hier, nee, hier rüber nicht. Ach, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderer Abschnitt. Oder doch, hä? Wo war nochmal die andere kaputte Treppe, wo wir da, da haben wir noch die Rüstung gefunden. Aber das ist ein anderer Ort, ne? Muss ich aber speichern. Scheiße, gut, dass ich abgespeichert habe. Energie, 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 bitte. Ey, hier war ich doch jetzt schon, oder? Sieht alles gleich aus.
Kuckuck. Doch, hier ist jetzt aber... Genau, das sind die Aufzüge. Delta Haupt... Irgendwas. Geschafft. Für heute. So, ich kann nicht mehr. Das war genug Hölle für einen Tag, für einen Abend. Jetzt klären wir gerade nochmal hier das Areal, wo wir sind. Anfangen und lass dich von diesem schaurigen Geräuschen schon mal Vorfreude fürs nächste Mal aufkeimen. Ich bin durch, ich kann auch nicht mehr. Schnauze voll. Ja, hier haben wir eine gute Kiste, da können wir uns dann draufsetzen oder die Füße hochlegen und dann, ja. Geht's demnächst beim Biological Research UAC weiter. Büro, wo auch immer, keine Ahnung. Junge, 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 Junge. Bam. Yeah. Jo, alles klar, ne, komm ab. Dann, vielen Dank. So wie immer, hau dich hin. Alle anderen auch. Dann sehen wir uns das nächste Mal dann in alter Frische wieder. Und der ganz andere Kram, den ich sowieso schon gesagt habe. Tschö.